So, Kinas, Kerbe-Montag heißt auch Kerbe-Esse auf der Kerb auf dem Weinfest. Wir satteln jetzt die Hühner, holen noch den Großvater ab und die Tante. Und dann gehen wir was essen auf dem Weinfest. Schön pfälzisch, mal gucken, die Jenny ist jetzt so der Fan davon. Genau, so Pfälzer platt, keine Ahnung. Ich werde es mitfilmen. Und ja, let's go. Und da sind wir schon mit der Family. Lecker Brotwurst. Bei mir die Pfälzerplatte, Bratwurst, Leberknödel und Saumagen, ein Sauerkraut und Soßebait. So muss das sein. Was darf nicht fehlen? Ganz klar, ein Elsässer Flammkuchen und ein Flammkuchen griechischer Art. So, jetzt auch hier neu reingeschneit, sieht man das? Ist da ein Fokus drauf? So ein Stativ, ein Overhead-Stativ, wenn die Jenny hier kocht, dass sie quasi die Fläche hier hat und von oben abfilmen kann. Weil die ganze Zeit wird es irgendwie von der Seite gefilmt, dann ist es nicht immer optimal. Und ich denke mal, von so einer Vogelperspektive aus kommt das ein bisschen besser, ne? Das machen wir mal kurz gemeinsam auf. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, buddy. Oh yeah, buddy. Oh yeah, buddy. Oh yeah, buddy. Aber ganz schön gebumst die Packung. Ach, hey, bist du auch da? Gucken wir mal geschwind rein. Was es da so Schönes gibt. Oh yeah. Ach gut. Das hat man gewischt, Alter. Schönes Ding. Guck mal, wie die Qualität ist, ne? Ja, zack, bumm, hat es auch schon seinen Platz. So mäßig. Alles ein bisschen unscharf, aber so ungefähr. Zack, zack, zack. Das alte, gute NT-USB ohne Plus dafür. Auch eine starke Qualität. Und da uns immer mal wieder Fragen erreichen, ja, was ist mit dem kleinen Harrison? Na, was macht ihr da so ernährungstechnisch mit ihm? Wir barfen ihn, das heißt, wir geben ihm Frischfleisch. Klar, wir kaufen das gefroren. Schon teilweise auch schon zugeschnitten, also gewolft. Wir hatten auch schon eine Zeit lang auch nur grobe Eisstücke quasi davon und dann selber gewolft im Thermomix. Aber so ist das eine saubere Sache. Kurz überbrüht mit heißem Wasser wegen den Bakterien. Er bekommt 125 Gramm morgens, 125 Gramm abends und dann natürlich hier eine eigene Gemüsemische. Das ist jetzt hier Rote Beete beispielsweise. Davon bekommt er auch so ja, 50, 60 Gramm plus minus, sodass er halt eben auch hier Ballaststoffe hat und. Das schmeckt ihn richtig gut. So, und was haben wir die Woche über noch so gemacht? Und zwar, die Yvonne hat eine ganz, ganz tolle Klasse gestartet, jetzt online, aus den Niederlanden aus, an der wir uns entschieden haben, teilzunehmen. Die Jenny und ich haben uns 10 Kurse quasi mal reingegönnt, also 10 Kurseinheiten. Eine Stunde und ja, der alte Mann hier zu sehen, ja, wie ich halt wieder versuche, ja, in die Dehnung reinzukommen, geschmeidig zu werden, Koordination, Gleichgewicht und. So, heute im Angebot frische Püree, nichts aus der Tüte und natürlich Punjene Paprike, so ein bisschen kroatische Art, Doma Art, Armbrust Art, Soldic Art. Ja, guten Appetit. Das ist der Perfect Bite. Bisschen Püree, bisschen Soße, bisschen Hackfleisch. Und let's go. Ja, die Woche wieder ganz schlecht geblockt. Aber hier, heute am Samstag, ein bisschen was auf den Grill. Maybe gehen wir jetzt noch einen Podcast aufnehmen. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten, Grill, Grill, Grill. Und richtig geil, der Roadcaster. Der Roadcaster ist richtig gut. Ey, dann guckt er diesen Himmel an. Wieder eine traurige Woche hier im Vlogging. Kaum was gevloggt, ey, wir hatten so viel um die Ohren. Vor allem auch hier an meinem Schreibtisch neue Systeme installieren. Ansonsten auch viel Arbeit gehabt, also
Ich muss mal gucken jetzt, was ich so alles aus dem Handy fischen kann. Weil hier mit dieser illustren Kamera haben wir gar nichts gefilmt, merke ich gerade. Ey, mal gucken, was es wird. Ja, aber so sieht die Unordnung gerade aus. Das ist immer noch nicht der finale Platz. Da habe ich mir überlegt, vielleicht, hier habe ich ja so einen iPad-Ständer. Ne? iPad ist hier, macht völlig alles Sinn. Einen Laptop-Ständer zu holen, dass ich quasi das Mischpult so habe dann, ne? So angeschrägt. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gerade eben ein paar Dateien am Transferieren. Und dann, war ich gerade eben noch online. Was heißt online? Also ich war auf Twitch live, ich war auf Kick live, YouTube hat wieder nicht geklappt, warum auch immer. Aber ich kann mich noch hier dran festhalten bestimmt, oder? Vielleicht irgendwie die Server-Einstellung des Dreamkey, ich weiß es nicht. Also Chaos pur hier auf dem Schreibtisch. Aber was richtig cool ist, dass ich wieder bei Mario eingestiegen bin. Mario, richtig geil. Ja, das war's auch schon wieder. Ne? Also bis dahin, ciao, vielen Dank fürs Einschalten und let's go.